Um 19.30 Uhr wird FED-Chef Jerome Powell eine Rede halten, anschließend sich den Fragen eines Journalisten stellen beim Brookings Institut. Und im Vorfeld dieser Rede, da wissen die Märkte nicht so ganz wirklich, wo sie hin sollen. Weder geht es dynamisch nach oben noch dynamisch nach unten. Keiner lehnt sich aus dem Fenster, aber dennoch gab es heute interessante Entwicklungen, die wir uns mal anschauen wollen. Zunächst mal, in welcher Situation sind wir jetzt? Wir hatten ja die letzten Inflationsdaten aus dem Oktober in den USA 7,7% tiefer als erwartet. Was passierte? Eine massive Rallye. Nasdaq über 8% gestiegen, Anleiherenditen so stark gefallen wie seit einer Dekade nicht mehr, etc. etc. Seitdem laufen wir Pi mal Daumen mehr oder weniger seitwärts, seit also dem letzten Inflationsbericht, der die Hoffnung nährte, ja, da ist ein Pivot, da ist eine Pause irgendwo bald greifbar. Dann gab es nochmal eine FED-Sitzung, da sprach die FED dann davon, ja, wir werden kleinere Zinsschritte machen, die Märkte haben laut Hurra geschrien. Dann aber die Pressekonferenz von Jerome Powell, der sagte, ja, aber wir müssen die Zinsen wohl doch stärker anheben, als wir zuvor gedacht hatten. Das war offenkundig auf die Märkte gemünzt, denn eigentlich macht es ja keinen Sinn, wenn wir einen nachlassenden Inflationstrend haben, dann doch die Zinsen höher anzuheben, als man vorher gedacht hat. Das zeigt, dass offenkundig die Fed nicht begeistert ist von Märkten, die hausieren. Dreimal die letzten drei Auftritte, Jackson Hole und dann seine Pressekonferenz im September und im November waren nicht positiv für die Märkte. Wird es diesmal anders sein? Zu beachten wird heute vor allem sein, nachdem relativ klar ist, dass die Fed sehr wahrscheinlich um 50 Basispunkte die Zinsen anheben wird. Im Dezember, Mitte Dezember ja die nächste Sitzung, aber sehr wichtig wird sein, was denkt Paul über den Arbeitsmarkt, was bedeutet das für die Inflation, und wir haben heute interessante Daten bekommen, widersprüchliche Daten aus den USA, dazu gleich mehr, aber die Financial Conditions, die haben sich massiv seit dem 10. November natürlich gelockert, A durch den Anstieg der Aktienmärkte, B durch den Rückgang der Renditen, alleine das wären etwa ein halbes Prozent des BIPs in 2023, was hier passiert ist. Wir sehen also, dass durch die Lockerung der Financial Conditions die Nachfrage wieder steigt. Steigende Nachfrage heißt tendenziell steigende Inflation. Und hier sehen wir mal, wie die Fed bisher agiert hat. Wir sehen den drittgrößten Zinsanhebungszyklus seit dem Zweiten Weltkrieg. Nur 1980 und 1973 ging das noch schneller. Damals ja Ölkrise und dann die Ereignisse im Gefolge der Revolution im Iran. Mal sehen, wie weit es jetzt hier geht. 1973 war dann bei knapp 6% Schluss. 1980 ist man über 10% gegangen. Die Fed will auf 5 oder 5¼, so die bisherigen Aussagen, aber es gibt mehr und mehr Opposition. Nicht nur die US-Demokraten, die Partei der US-Demokraten hat viele Briefe an Jerome Powell geschrieben. Jetzt schaltet sich auch der Elon Musk ein, der große Profiteur der ultralaxen Geldpolitik. Die Tesla-Aktie, die stand bei 80, kurz vor dem Corona-Crash, damals der S&P 500 mit einem Allzeithoch. Jetzt sind wir ein bisschen höher, also er wurde dadurch zum reichsten Mann der Welt und jetzt hat er auf ein Tweet reagiert, wo jemand sagte, also ich erwarte eine Rezession im Jahr 2023, da kommt ein Sturm auf uns zu, und dann sagt der Elon Musk, ja, der Trend ist wirklich besorgniserregend, die Fed muss jetzt die Zinsen senken. Und sonst wird sie eine massive Rezession auslösen. Musk hat sich dann heute auch gegen die Partei der Demokraten gewandt. Die würden koordinierte Attacken auf ihn reiten. Musk hat ja kürzlich sich latent für DeSantis von den Republikanern ausgesprochen und auch gesagt bei den Zwischenwahlen, ich würde die Republikaner wählen. Damit macht er sich natürlich nicht nur Freunde. Jetzt legt er sich also auch noch mit der Fed an. Mit Apple hat er sowieso einen Clinch. Also dieser Mann, ne, das muss man sagen. Also er versucht sich mit allen anzulegen, die auf dieser Welt kreuchen und fleuchen. Wir haben widersprüchliche Konjunkturdaten bekommen heute. Ich sagte es. Chicago Einkaufsmanager Index 37,2, erwartet 47,0, zuletzt waren wir bei 45,2. Hier sehen Sie mal unten in dem Chart, in dem dunklen Chart, der Absturz schlechthin. Wir waren in den letzten Jahrzehnten nur zweimal schlechter.
Das ist wirklich ein Schlag ins Kontor. In 55 Jahren, seit man diese Daten erhebt, waren die USA immer in einer Rezession, wenn wir eine solch tiefe Zahl gesehen hatten. Alles unter 50 ist ja Kontraktion. Also das war schon wirklich eine besondere Zahl. Auf der anderen Seite dann wenig später oder kurz zuvor das US-BIP, zweite Veröffentlichung, besser als in der ersten Veröffentlichung und vor allem die Preiskomponente nach oben revidiert von 4,1 auf 4,3% Inflationsdruck. Also, dann haben wir später die JOLTS gesehen, die offenen Stellen, auch wieder ziemlich stark, über 10,3 Millionen offene Stellen. Und das ist etwas, was Paul sehr beachtet, diese JOLTS. Also, die, wie heiß ist der Arbeitsmarkt? Und wenn da über 10 Millionen Stellen angeboten werden, dann sind das deutlich mehr, als es eben Arbeitslose in den USA gibt. Auf der anderen Seite haben wir dann 14/15 den ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen, schwächer als erwartet. Und die Aussage des ADP, ja, es sieht so aus, als würde die Fed-Politik mit der Straffung der Geldpolitik durchaus schon jetzt auf den Arbeitsmarkt niederschlagen. Die Märkte erstmal erfreut über den schwachen ADP-Bericht, dann wieder ein bisschen runter nach den BIP-Zahlen und auf den JOLTS hat man dann naja, mit gespannter Gleichgültigkeit reagiert, aber derzeit eben noch das Muster, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, gute Nachrichten sind schlechte Nachrichten, also seitens der Konjunktur, wir werden wahrscheinlich in 2023 dann schlechte Nachrichten sind schlechte Nachrichten und gute Nachrichten sind wieder gute Nachrichten feiern, weil dann nicht mehr Inflation und Fed im Vordergrund stehen, sondern die Konjunktur in den USA im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite, wir sehen also einen kollabierenden Chicago Einkaufsmanager-Index, auf der anderen Seite sehen wir Amazon, die sagen, wir hatten jetzt das biggest ever Thanksgiving Holiday Shopping Weekend. Also hier ganz, ganz starke Konsumzahlen, von Rezessionen in diesen Zahlen nichts zu sehen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, was die Deutsche Bank heute sagte. Also vor einem Jahr sind die Märkte davon ausgegangen, dass die Zinsen Ende 2022 bei 0,68% stehen, also so zwischen 0,5 und 0,7, und dass die Inflation bei 2,6% liegen würde. Wir sehen, das hat sich leider etwas anders dargestellt. Jetzt ist eben der Konsens, dass die Terminal Rate, also dass praktisch der Zinsgipfel etwa bei 5% sein wird, mal sehen. Das wird auch sehr stark von den Sticky Components abhängen, also von diesen dauerhaften Komponenten wie Miete und vor allem Homeowners Equivalent Rent. Und die Mieten gehen jetzt 3 Monate schon zurück, sind rückläufig. Also, aber die Homeowners Equivalent Rent, die ist nach wie vor sehr hoch und hat keine Tendenz zu fallen. Was bedeuten könnte, dass die Inflationsdaten nicht ganz so schnell runtergehen, jetzt wie die Märkte erwarten. Aber eins ist auch klar, wenn die Zinsen steigen, und das tun sie ja nicht nur in den USA, sondern ja fast weltweit, dann ist das ein Problem für eine Welt, die verschuldet ist. Wir haben jetzt eine Verschuldung von 290 Billionen Haushalte, Firmen und Regierungen. Alleine jetzt seit dem Corona-Crash haben wir gesehen, dass diese Schulden um mehr als ein Drittel gestiegen sind in so kurzer Zeit. Und wenn Sie hier mal das Blaue sehen, das sind Businesses, da ist die Verschuldung stark angestiegen und auch im Finanzsektor ist die Verschuldung stark angestiegen. Also wie verträgt sich das? Wie kann eine so überschuldete Welt letztendlich leben mit so hohen Zinsen? Wahrscheinlich kann sie es nicht, also wird etwas kaputt gehen. Auf der anderen Seite können die Notenbanken den Kampf gegen die Inflation jetzt nicht einstellen. Denn ihr Mandat ist Preisstabilität und Paul sagte ja immer, wenn wir jetzt nicht gegen die Inflation agieren, dann haben wir später umso höhere Kosten. Und ja, wir müssen den Haushalten und Firmen wohl Schmerzen zufügen, um dieses Biest-Inflation wirklich zu besiegen. Kommen wir to the markets. Hier sehen wir S&P 500 direkt an der Trendkanal des Aufwärtstrends. Da könnte er durchfallen oder eben diese Linie verteidigen. Der VIX unten könnte nach oben ausbrechen oder eben nicht. Also das ist natürlich Geld, das ist immer diese, wie soll man sagen, Dualität der Märkte, das kann das eine passieren oder das andere passieren. Nur wenn etwas passiert, dann dürfte es dynamisch passieren, wenn zum Beispiel jetzt diese Trendlinie gebrochen wird, dann dürften Stops gezogen werden. Auf der anderen Seite muss der S&P relevante Widerstände überwinden, also der Leitindex, wir haben diese 200-Tages-Linie, so im Bereich 4055 aktuell.
100 Pünktchen über dem aktuellen Stand. Wichtige Unterstützung im Bereich 3900 Punkte. Dann haben wir hier 26 und 13 Week Moving Averages, auf die die Bank auf Amerika hinweist. Also wir müssen eigentlich über diesen Abwärtstrend und wir müssen über die 200-Tageslinie, denn bisher haben alle 8 Bärenmarkt-Rallies es nicht geschafft, über die 200-Tageslinie zu kommen. Kommen wir jetzt nach Europa, hier auch die Inflation etwas niedriger, 10% statt 10,6% im Oktober und 10,4% erwartet, aber nachdem die deutschen Inflationszahlen niedriger waren, war damit schon zu rechnen. Nach wie vor Energiepreise der ganz, ganz große Treiber natürlich, aber mit 34,9%. Hier in Deutschland werden wir alleine in 2023 einen massiven Schub wieder an Inflation haben, durch gestiegene Strom- und Gaspreise vor allem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber gibt es zum Beispiel solche Sachen wie Versicherungen, denkt keiner dran. Versicherungen dürften 20-30% teurer werden, durchschnittlich. Also das sind so Komponenten, die jetzt keiner so richtig im Kopf hat und die dann natürlich reinschlagen, und das in einer Situation, wo die Reallohnentwicklung in Deutschland so schlecht ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Seit Corona verlieren Arbeitnehmer hier massiv Geld. Da natürlich die Gefahr einer Lohnpreisspirale, weil alle dann fordern, hey, ich muss mehr Geld haben, wenn jetzt meine Kosten steigen. Die Kosten steigen vor allem wegen Energie. Jetzt hat der deutsche Staat schon Uniper im Prinzip verstaatlicht oder zumindest teilweise verstaatlicht. Jetzt versucht man auch Stromnetzbetreiber teilzuverstaatlichen. Man will bei Tenet, diesem Stromnetzbetreiber, einsteigen. Das zeigt so ein bisschen diesen, wie soll man sagen, grünen Energiesozialismus, den wir offenkundig vorhaben oder vor uns haben. Also immer mehr Staat, immer mehr ist jetzt nötig auf der einen Seite wie bei Uniper oder gewollt auf der anderen Seite, um eben den Ausbau alternativer Energien voranzubringen, dass man hier sich direkt praktisch beteiligt. Jetzt sehen wir mal einen Tweet hier von Michael Schellenberger, ein Amerikaner, der sagt, letztes Jahr hat Deutschland Südafrika 800 Millionen Dollar bezahlt, damit sie aus der Kohle rauskommen. Jetzt aber ist es so, dass Deutschland achtmal so viel Kohle aus Südafrika importiert als zuvor und gleichzeitig eben ja massiv CO2 emittiert. Nur Polen ist dann noch vor uns, und das sagt er, ist Klimaimperialismus. Das ist eine interessante Formulierung, Klimaimperialismus. Wir haben ja zum Beispiel vielen afrikanischen Ländern gesagt, ja, ihr müsst raus aus fossiler Energie etc. etc. Und jetzt sagen wir, lasst mal stecken, war nicht so gemeint. Also das ist schon alles sehr, sehr widersprüchlich, zumal wenn wir uns mal anschauen, sind denn diese Stoffe, die wir für diese Energiewende brauchen, wirklich vorhanden? Jetzt hat die Bank of America heute gesagt, ja, Kupfer zum Beispiel könnte massiv steigen. Hier sehen wir Kupfer. Ist nach oben gelaufen, dann kam der Abverkauf, jetzt der Versuch, wieder ein bisschen nach oben zu laufen. Aber das wäre eine Vervierfachung im nächsten Jahr, die Bank of America hier als Potenzial erkennt in diesem Chart von Capital.com. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, ja, was bräuchten wir, um praktisch wirklich ohne fossile Energien hier arbeiten zu können? Was bräuchten wir da an Kupfer, an Nickel, an Lithium, an Kobalt etc.? Das sind die Produktionen von teilweise mehreren hundert Jahren, die dafür erforderlich wären. Offenkundig wird das gar nicht möglich sein, das überhaupt zu erreichen. Ist es wünschenswert, wenn wir nicht mehr fossile Energien nutzen? Ja, aber ist es realistisch? Da würde ich sagen, nein. Und man sollte dann eben auch pragmatisch genug sein, den vernünftigen Weg zu gehen und nicht irgendwelchen Traumkonstruktionen hinterher zu hängen. Die Schweiz macht das jetzt. Da hat man jetzt ein Gesetz verabschiedet, das sagt also, wenn es zu Engpässen kommt, dann gibt es Fahrverbote für Elektroautos. Und dann können wir uns freuen, wenn wir irgendwann mal alle Elektroautos haben und uns jemand dann praktisch sagt, nö, fahren ist nicht. Das ist so einer der wunderbaren Szenarien, die man sich schon erträumen kann. Wir zahlen jetzt 40% mehr für Flüssiggas aus Russland, beziehungsweise fünfmal so viel als im Vorjahr. Und interessanterweise ist russisches Flüssiggas nicht sanktioniert, gell? Also
Das nehmen wir nach wie vor. Wir nehmen auch das Öl natürlich aus Russland, aber nur darf es einen bestimmten Preis kosten, gell? Sonst nehmen wir es halt nicht. Oder wenn ein anderer Name draufsteht, dann nehmen wir es gern, gell? Ist ja klar. Und der Flati, der hat es jetzt geschafft, dass also die russische Ölproduktion jetzt so hoch ist wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr. Also der scheint sich darum nicht zu scheren. Der braucht natürlich Geld. Die russische Ölproduktion schießt dann nach oben. Auch das ist ein Teil dieser absurden Situation. Absurd auch die Lage in China, by the way. Jetzt sagen Behörden in China, dass die Proteste von den USA finanziert seien. Also einerseits gibt es diese Proteste gar nicht, denn die werden in Staatsmedien verschwiegen. Auf der anderen Seite waren es die Amerikaner. Heute ist übrigens Jiang Zemin verstorben, der eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Unter ihm kam damals China in die WTO. Das war wahrscheinlich der wichtigste Schritt, der überhaupt passiert ist für den Aufstieg Chinas. Dann Hongkong, Handover und McDonald's und GM sind nach China gekommen unter seiner Regie. Also das ist ein Artikel, den ich Ihnen empfehle, ebenso wie diesen Artikel hier. Wie es denn aussieht mit dem Flüssiggas aus Russland, auch das wieder mal hochinteressant. Zwei Artikelempfehlungen, 19:30 bei Finanzmarktwelt. Da bilden wir die wichtigsten Aussagen von Jerome Powell ab. Schauen Sie da auf die Seite. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.